Das Haus wirkt sehr, sehr positiv. Einige wenige sind skeptisch beim Betreten des Gebäudes, das sehr geschlossen aussieht von außen. Und sobald sie in der Eingangshalle stehen, mit diesem wunderbaren Licht, mit einer ersten großen Skulptur von Giuseppe Pennone, sind sie schon umgestimmt. Und nach dem Gang durch das ganze Museum sind die alle wirklich begeistert. Wir sind hier im größten Ausstellungsraum des Kunstmuseums Lausanne, 700 Quadratmeter Grundfläche. Wir haben da Werke, alles Vintage natürlich, Möbelstücke, vor allem aus den Wiener Werkstätten. Im unteren Stockwerk haben wir die heiklen Gemälde und Zeichnungen ausgestellt. Das ist eben das Thema des Gesamtkunstwerks, wie es typisch ist eben für das Wien um 1900. Wir haben sehr viele wunderbare Arbeiten aus der Sammlung Kamm von Schiele, aber auch von Klimt. Wir haben ein unglaubliches Highlight aus dem Kunstmuseum Solothurn mit den Goldfischen von Klimt, auf dem eben die menschliche Haut sehr prominent dargestellt ist mit dieser üppigen Frau. Und wenn man genau hinschaut, sieht man alle Farben über das ganze Farbenspektrum vereint. Ich finde es eine sehr gute, sehr sorgfältig und intelligente gemachte Ausstellung, die zum ersten Mal eben das Thema der Haut in den Mittelpunkt stellt und dadurch Werke aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen in eine neue Verbindung bringt. Und so habe ich natürlich unsere Werke auch noch nie gesehen. Das ist für mich auch eine Möglichkeit, Dinge, die vertraut sind, wieder aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, auch im Dialog mit Leihgaben von anderen Museen. Wir eröffnen das Haus progressiv. Jetzt eröffnen wir die erste Wechselausstellung, in einem Monat die Sammlung, gleichzeitig den Projektraum Espace Projet, in dem wir 3 bis 4 Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler pro Jahr veranstalten. Und dann ist das ganze Museum offen. Ich würde sagen, für immer und ewig, außer montags natürlich. Und es wird immer etwas zu sehen sein, entweder eine Wechselausstellung mit Sammlung oder Sammlung mit Projektraum und oder Kabinett. Das heißt, es lohnt sich immer zu kommen, es geschieht immer etwas.